Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu meinem allerersten Outriders News Update. Eigentlich wollte ich mein allererstes Outriders News Update mit ein paar Leaks beginnen, denn es wurden jetzt schon vor einigen Tagen sämtliche Legendary Weapons, 30 an der Zahl, in den Quellcodes gefunden mit Bildern, mit sämtlichen Mods, Fähigkeiten, Stats und so weiter. Die werde ich im Laufe der nächsten Tage alle raushauen. Es gibt auch für sämtliche Klassen, 4 Klassen an der Zahl, gibt es in dem Spiel, wer das Spiel noch nicht kennt, und dort gibt es schon alle geleakten Rüstungssets. Es kann natürlich sein, dass hier und da noch ein paar dazukommen. Das sind eigentlich die ersten Videos, die ich darüber machen wollte, aber gerade eben auf Twitch entdeckt der schlimmste Bug, den man in einem Loot-Shooter überhaupt haben kann, nämlich du verbringst viel Zeit in dem Spiel, lootest dir den Arschwund und lädst deinen Spielstand vielleicht ein paar Tage später neu und wunderst dich, wo ist der ganze Loot hin. Der schlimmste Bug war in diesem Spiel seit Anfang an vertreten. Viele Spieler hatten das Problem, dass das Inventar auf einmal gelöscht wurde und die Publisher wussten einfach nicht, woran das liegt, und haben da ewig dran gebastelt. By the way, übrigens, wenn ihr euch wundert, das ist gerade ein Live-Gameplay auf Twitch aufgenommen, habe ich gestern gestreamt. Meine ersten Runden oder meine ersten Stunden in der Demo, es macht auf jeden Fall sehr, sehr Bock, und deswegen seht ihr mich ja doppelt, weil das die Live-Cam ist, das sollte klar sein. Um was geht's? Das hatte ich gerade erzählt. Am Montag schon wurde dieser Fehler behoben. Bewusst hat sich aber der Publisher noch bedeckt gehalten. Sie wollten nicht zu hohe Erwartungen in diesen Patch setzen, den wir wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, oder zu viel versprechen. Denn falls der Patch nicht funktioniert, sind sie alle enttäuscht und alles ist kacke. Das ist natürlich klar und stand jetzt heute am Freitag, dem, ich glaube, 19. ist heute der 19. Haben sie es veröffentlicht und haben gesagt, der Patch sollte alles bereinigt haben. Ich kann das ja auch mal noch einblenden. Das ist der Inhalt, das ist der Original-Tweet von Twitter. Sehr interessant, und hier steht auch fix the damn inventory wipe bug. Und inhaltlich haben sie sich hier zu Wort gemeldet. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die aber eher uninteressant sind. Auf jeden Fall wurde die ganze Geschichte, soweit sie das denken, behoben. Seit Montag, ganz wichtig, aber sie haben sich noch mal zu Wort gemeldet. Sollte seit Dienstag, quasi einen Tag nach dem Patch, bis heute zum Freitag zum Beispiel, sollten da doch noch Spieler am Start sein, die dieses Problem noch immer haben, sollen die sich bitte unter diesem Tweet per Nachricht zu Wort melden. Ich werde euch, falls ihr Outriders-Spieler seid und habt dieses Problem noch immer, solltet ihr euch da einfach mal melden. Das wäre auf jeden Fall eine richtig feine Sache. Und ganz wichtig, sollte euch dieses Problem betroffen haben, es wird keine Möglichkeit geben, alles, was unter Legendary war, wenn ihr die Glücklichen gewesen seid, die es geschafft haben, vielleicht ein paar Legendaries zu farmen, alles, was unter Legendaries ist, könnt ihr nicht gut geschrieben bekommen. Sie haben wohl gesagt, dass es eine Möglichkeit gibt, wenigstens die Legendaries wieder herzustellen. Wie genau das passiert und ob das noch vor der Demo, vor Ende der Demo und vor dem Release am 1. April passiert, kann ich aktuell noch nicht sagen. Das habe ich nicht hundertprozentig rauslesen können. Das ist auf jeden Fall aber erstmal wichtig, dass ihr Bescheid wisst, dass dieser Bug verschwunden ist. Das soll es zu dieser Geschichte schon wieder gewesen sein. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, für alle, die mich wirklich außerhalb von Apex Legends nicht kennen und mich über Outriders jetzt entdeckt haben. Normalerweise gibt es bei mir Apex Legends Content, und Outriders, die Demo hat mich so sehr überzeugt, dass ich auf jeden Fall Bock habe, meinen Kanal ein wenig zu erweitern und auch News-Updates über dieses Spiel zu bringen. Wie gesagt, in den nächsten Tagen folgen mehrere Videos über die 30 Legendary Weapons zum Beispiel. Das werde ich splitten, weil das wahrscheinlich gefühlt über eine Viertelstunde, 20 Minuten gehen würde, das Video, wenn ich euch die Bilder zeige, die Namen, die Stats, die Mods und so weiter. Und deswegen werde ich die Videos splitten in die einzelnen Waffenkategorien und jeweils auch die Rüstung wahrscheinlich pro Charakterklasse, die 3 Sets, vorstellen. Und einen Tag später gibt es dann das nächste Charakterklassen-Setup, was es da für Rüstung gibt. Ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt. Lasst mich das wissen. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Lasst mir gerne einen Daumen für dieses Video da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders und von mir aus auch gerne über Apex Legends nicht verpassen wollt. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.